Achtsamkeit, Körperreise. Heute machen wir eine kleine Reise durch den Körper. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. In einem der vorhergehenden Videos hatte ich dich dazu eingeladen, mal auf simple Art und Weise morgens den Tag mit einer Achtsamkeits-Meditationsübung zu beginnen, die nicht anders ausschaut, als einfach nur deinen Lieblingsplatz in deiner Wohnung einzunehmen und die Konzentration, die Achtsamkeit immer wieder auf deinen Atem zu richten und mal wahrzunehmen, wie gut das tut, im Hier und im Jetzt, im Moment zu sein. Und heute kannst du, wenn du das möchtest, diese Übung abwandeln oder vielleicht auch abwechseln und da so eine Reise durch deinen Körper machen. Das heißt, du suchst dir auch wiederum den Lieblingsplatz in deiner Wohnung, du hockst dich hin, der Rücken sollte möglichst gerade sein, lass deinen Atemstrom ganz leicht und frei ein- und ausströmen, dann schließt du deine Augen und beginnst einfach mal so eine Körperreise. Fang einfach mal an, deinen Kopf wahrzunehmen, den Schädel wahrzunehmen, dein Gesicht, deine Gesichtszüge wahrzunehmen, dein Gesicht mal ein bisschen aufzulockern, vielleicht auch mal ein kleines Lächeln auf dein Gesicht huschen zu lassen. Dann nimm mal deinen Hals, deine Schulter-Nackenpartie wahr, die Arme, die Oberarme, die Unterarme, nimm auch mal bewusst deine Hände wahr. Geh so also komplett deinen Körper durch, den Oberkörper. Du kannst auch gerne deine Chakren durchgehen, das Kronenchakra, das Stirnchakra, das Halschakra, das Herzchakra, das befindet sich in der Mitte der Brust, das Sakralchakra, das befindet sich eine Handbreit über dem Bauchnabel, da sitzt übrigens unsere Intuition, unsere Wahrnehmung, dann eine Handbreit unter dem Bauchnabel, da sitzt das Sakralchakra, da sitzen unsere ganz eigenen Gaben, unsere Kreativität, unsere Potenziale und zu guter Letzt das Wurzelchakra, das sich zwischen Anus und Genitalien befindet. Du kannst auch gerne in der Richtung zusätzlich noch die Chakren durchgehen. Nimm dann mal dein Gesäß wahr, nimm deine Beine wahr, die Knie, die Unterschenkel, die Füße. Und über die Füße kannst du dann auch ganz bewusst Kontakt zur Mutter Erde aufnehmen. Du kannst das Ganze in dem Rhythmus machen, dass du erstmal Kopf und so weiter wahrnimmst und so nach unten diese Körperreise durchgehst. Du kannst aber auch bei den Füßen beginnen und dann nach oben dich arbeiten und auf die Art und Weise deinen Körper wahrnehmen. Mach das ganz so, wie dein Herz, dein Bauchgefühl ja dazu sagt. Ich habe das jetzt auch absichtlich nicht im langsameren Tempo hier gemacht, sondern dass du ganz auf deine eigene Art und Weise in deinem eigenen Rhythmus so deinen Körper wahrnimmst und so dich selbst wahrnimmst. Du kannst da auch noch einen Schritt weiter gehen und kannst deine Zellen und Organe mal wahrnehmen. Einfach mal ganz liebevoll an deine Organe denken, an all deine Zellen, die zu jeder Zeit das Beste für dich möchten oder überhaupt deine Zellen und deine Organe zu deinem höchsten Wohle immer am Arbeiten sind. Sie wissen genau, welches Enzym, wann, in welcher Menge, je nachdem, was du hier in den Mund reinsteckst, einfach zur Verfügung stellen müssen, um den Verdauungsprozess anzuregen und. Und auch da kannst du mal ganz liebevoll, wie gesagt, deine Organe wahrnehmen und so eine Körperreise durch deinen Körper machen und mal wahrnehmen und spüren, wie gut das tut, dich in der Richtung auch in der Achtsamkeit zu üben und wie das nochmal so zum großen Ganzen, zu einem achtsameren Leben beiträgt. Herzlichen Dank für dein Interesse, für dein Dabeisein heute. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis morgen, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard. Ciao, ciao.